Kein Skyline, sondern ein GTR. Auch Modelljahr 2013 bleibt die unangefochtene Speerspitze. Die Jagdmaschine der Japaner im Kampf mit den Sportwagengrößen aller Nationen. Runde Leuchten, harte Kanten, bekannte Schriftzüge. Nissan verbirgt die Hightech-Komponenten unter einer Hülle, die immer an die berühmten Vorgängermodelle erinnert. 550 PS presst Nissan aus dem V6 Turbo. Das reicht für 315 km/h Topspeed. Beim Verbrauch versprechen die Japaner 11,8 Liter. Der Grundpreis rund 96.000 Euro. Unser jährlich Update gibt uns heute. Nissan macht ja jedes Jahr beim GTR was Neues, verfeinert das Auto, passt noch ein bisschen was an. Das Einzige, was sie dieses Jahr nicht gemacht haben, sie haben ihn nicht stärker gemacht. Ist ja unglaublich, wie der nach vorne schießt. Gucken wir mal, Ansprechverhalten ist gut. Nissan hat auch ein bisschen was gemacht, sind neue Hochleistungsdüsen drin. Dann hat man am Turbolader ein bisschen optimiert. Das heißt, der Motor, und das spürt man auch, der wirkt noch ein bisschen bissiger als bisher, wenn man ihn hier einfach so über die Landstraße fliegen lässt. Jo. Da macht er auch so schon tierisch Spaß. Er ist unglaublich straff. Er ist mit der straffste Sportwagen überhaupt. Die Silhouette eines Muscle Cars mit den Fahrwerten eines GT-Sportlers. Der GTR bleibt ein Auto aus einer anderen Welt. Bei der 2013er Version vom GTR wurde auch am Fahrwerk noch ein bisschen was gemacht. Der Schwerpunkt wurde angeblich ein bisschen tiefer gesetzt. Insgesamt wurde noch optimiert, Federn, Dämpfer. Nissan hat sich beim GTR aber nicht nur darum gekümmert, dass er noch bissiger, noch feinfühliger anspricht. Man hat auch ein bisschen Kosmetik dem Ganzen verpasst. Im Innenraum gibt es eine Premium Edition. Das heißt schwarz-rotes Leder, sieht ganz lecker aus. Größter Pluspunkt, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Rund 90.000 Euro verlangt Nissan für den GTR und das ist vom Preis-Leistungs- und Preis-Speed-Verhältnis immer noch ungeschlagen. Wer das Auto kontrollieren kann, der ist schneller als alle anderen da. Schneller als die Physik. Der GTR scheint die Spielregeln der realen Welt einfach zu ignorieren.